Moin Moin, Freunde der römischen Tanzkunst. Mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, eine ganze Weile nichts von der Bundeswehr vorgestellt. Deshalb heute mal wieder etwas, ja, Einheimisches, so drücke ich es mal aus. Und zwar haben wir hier das klassische Ehepaar im Pappkarton. Und das müsste meines Wissens die letzte Charge sein, bevor es diese Ersatzbeschaffung 2018 gab, in diesen braunen Plastiktüten. Heute gibt es wieder diese Popcorn-Variante. Habe ich euch auch schon vorgestellt, kann ich euch unten gerne wieder mit verlinken. Ja, warum denke ich das? Weil wir haben hier unten das MHD draufstehen, und zwar bis 15.06.2020. Wir haben jetzt Anfang 2023, wo ich das Ganze drehe. Somit ist das Ganze sozusagen 2,5 Jahre abgelaufen. Das sollte dem Ganzen natürlich keinen Abbruch tun. Man sagt so, dass die Teile theoretisch bis zu 30 Jahre haltbar sind. Ja, werden wir schnell schauen, ob heute noch alles in Ordnung ist. Wie gesagt, ich gehe davon aus. Wir haben hier Typ 24. Meines Wissens gibt es auch 24 verschiedene Typen in diesem Pappkarton. In dieser Plastiktüte waren es 6 verschiedene, glaube ich. Genau, 3 Western, 2 Halal und ein Vegetarian. Genau. Und diesmal ist es, wie gesagt, bei denen ist es wieder sozusagen 24 verschiedene. Ja, mal schauen, ob wir noch sonst irgendwas draufstehen haben. Es sieht noch original verschlossen aus. Ich hoffe, dem ist auch so. Vom Gewicht her, wir können mal schauen. Nehmen wir mal die Waage. Wenn er dann denn hier Lust hat, jetzt. Jo. Da haben wir knapp 2 Kilo, ja, 1892 Gramm. Ja, was ich immer ein bisschen optimaler wäre, wenn jetzt hier noch eine Plastikverpackung drum wäre, weil wirklich wasserabweisend ist diese Geschichte hier natürlich nicht. Jo, machen wir das Ganze mal auf. Mal hier die 3 Klebestellen. Ich bin eigentlich immer ein Fan von diesem Bundeswehr-E-Pass, von daher erwarte ich jetzt schon was Positives. Ja, Typ 24 habe ich noch nie geöffnet. Habe sonst immer so 1 bis 4 vorliegen gehabt, aber ich habe jetzt noch ein paar andere anbekommen. Deswegen, ja, freut euch auch, dieses Jahr wird es noch das eine oder andere Ehepaar auch von der Bundeswehr geben. So, machen wir das Ganze mal auf. Das müssten Streichhölzer sein. Jupp, Sicherheitszündhölzer. Nochmal extra verpackt. Natürlich mit Vorteil, dass sie kein Wasser in irgendeiner Form ziehen. Dann legen wir mal beiseite, werden wir heute nicht brauchen. Wir haben Harzkekse. Jo. Genau, die sind nicht mehr ganz vakuumiert, müssen wir schauen, ob die noch gut sind. Dann das Päckchen packen wir nachher aus, da haben wir die Getränke drin und Mehrzwecktücher und so diese Geschichten. Du, was haben wir hier Schönes? Beutel nicht auf offener Flamme erhitzen. Ja, das ist wohl scheinbar logisch, auf welchen Beutel sich das auch immer bezieht. Ah, das werden wahrscheinlich dann die Hauptmenüs sein, werden wir uns dann gleich anschauen. Können auch kalt verzehrt werden. Das finde ich schon mal positiv, logisch, denn wenn ich natürlich irgendwo draußen im Einsatz bin, kann ich nicht immer zwingend Feuer machen. Da habe ich natürlich immer die Gefahr, dass ich entdeckt werde. Wieso? Ja, wir haben jetzt hier einen Sesamriegel. Der ist natürlich logischerweise auch schon abgelaufen. Lustig ist, dass sie immer dann extrem zusammenkleben. Das ist immer schön, so eine schöne Klebebombe. Schauen wir mal. So, das werden Getränke sein. Jetzt haben wir einmal Zitrone und einmal Grapefruit. Sind auf alle Fälle schon mal verschiedene drin. Das finde ich positiv. Was haben wir hier noch? Exotic und Orange. 4 verschiedene. Jo, coole Sache. Habe ich auch schon x-mal geöffnet. Ich würde heute vorschlagen, ich mache nur 1 auf. Den Rest hebe ich mir auf. Denn sonst zieht es das Video ewig in die Länge. Ja, dann haben wir hier Thunfisch in Salatcreme. Kenne ich schon. Gibt es auch noch mit Limette, glaube ich, und Pfeffer. Finde ich persönlich besser wie das, aber ist auch nicht schlecht. So, dann Cookies mit Kakao. Jo, das waren so kleine braunen Kekschen. Das sind wieder auch Kaffeekekse. Hat man auch schon. So, Brotaufstrich, Chili, Pfeffer. Der war, glaube ich, auch sehr interessant. Mal gucken, ob er noch gut ist. So, schwarze Johannisbeer-Konfitüre extra. Brauche ich nicht viel erklären, kennt jeder. Hat man x-mal auch schon drin. Dann haben wir hier Tomatencreme mit Paprika. Auch das habe ich schon mal vorgestellt. Was gleich nochmal, das können wir natürlich beiseite stellen, wir machen nichts doppelt auf. So, hier haben wir schon Verfärbung auf dem Aufkleber. Roggenschrotbrot geschnitten, sollte aber drinnen noch gut sein. Ihr könnt mal schauen, wenn hier irgendwelche Beschädigungen dran sind. Könnte, müssen wir ein bisschen genauer hinschauen, aber ansonsten halten die sich auch, naja, ich will nicht sagen ewig, aber deutlich länger als draufsteht. So, nochmal Marmelade, genau, Sauerkirsche. Dann Sesam legen wir beiseite. Und das seht schon, die haben sich auch hier ein bisschen schon verformt. Vielleicht ist auch mal warm geworden, wer weiß. So, was haben wir hier noch Schönes?
Was ist das? Ach, Gemüsebouillon. Okay, haben wir zweimal drin und Cappuccino. Okay, einmal nehmen wir, das andere legen wir beiseite. Jetzt haben wir hier die Hauptgemüse. Linseneintopf mit Cocktailwürstchen. Jo, kennen wir von Erasco. Hatten wir auch auf alle Fälle schon mal irgendwo drin. Dann Schoki. Zweimal. Einmal reicht. Das müsste beides mal das gleiche sein. Jupp, ist es. Zack. Und Schweinegulasch mit Nudeln. Auch das kennen wir. Gut, was jetzt hier an der 24 so besonders sein soll, gute Frage. Wer es weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich denke mal einfach, dass die im Hauptmenü ja anders gewürfelt sind, so drücke ich es mal aus. Aber irgendwie, ja, also Inhalt kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß es nicht mehr genau, ob bei Typ 1, 2, 3 das ähnlich drin ist. Aber die Hauptmenüs kommen mir auf alle Fälle bekannt vor. Ja, wo fangen wir am besten an? Wir haben ja noch das Tütchen hier. Das machen wir jetzt mal auf. Mit Zippo. Ach nee, jetzt hab ich es zugemacht. Nö. Ach, das hat keine Lust hier. Jetzt scheitert es schon hier an dem Tütchen. Krieg verloren. So. Nur wegen dem Tütchen. Ja. Das kann man natürlich wiederverwenden. Das werde ich auch tun. Das lege ich jetzt mal beiseite. Wir haben Mehrzwecktücher drin, die waren nicht gedrängt, wir sind aber relativ groß. Ich kann auch mal eins auspacken. Andere hebe ich mir auf. Ja, Zucker werde ich heute nicht brauchen. Kommt bei mir mit in die Zuckerdose oder auf Tour mit. Und aus ist die Maus. So. Kaugummi mit Süßungsmittel. Ja, die fand ich ekelhaft. Das kann ich mir daran erinnern. Dann legen sie mal beiseite. Machen wir damit auf. Tee-Extrakt, Kaffee-Extrakt. Ja. Also wir probieren es heute nochmal. Ich kann mich dann erinnern, dass das nicht so mein Fall war. Aber jo, geben wir dem Ganzen eine Chance. Gemüsebouillon haben wir noch zweimal da. So, dann jo, offizielle Werbung von der Bundeswehr. Können wir auch noch Feedback geben. Aha, cool. Das war bei den Briten nämlich auch üblich. Da haben wir also direkt einen Zettel zum Ausfüllen. Hier gehen wir auf die Seite. Okay. Dann, das wird Kaffeewasser sein, genau. Kaffeewasser. Erfrischungstuch, das ist dann getränkt. Und Salz werden wir heute auch nicht brauchen. Und Wasseraufbereitungstabletten. Wasseraufbereitungstabletten. Ja, werden wir heute auch nicht benutzen, die hebe ich mir auf. Das sollte man auch wirklich nur im Notfall mit verwenden. So, ja, wir fangen wie immer mit dem Kaffee an, beziehungsweise Tee können wir uns gleich parallel dazu machen. Jetzt müssen wir mal schauen, es wird wahrscheinlich ein Pott dann sein für zwei Tassen, genau. Habe ich hier. Und hier haben wir drei Tassen, da mache ich nicht alles rein. Ich weiß, der Tee-Extrakt, der war ziemlich heftig. Das ist jetzt auch nicht so mein Fall gewesen. So, fangen wir mit dem Kaffee an. Na. Oh, boah. Also er riecht zumindest schon mal so extrem staubig. Man sieht es vielleicht auch, wie es hier noch die Wolke hochgeht. Also, okay. So, jetzt haben wir den Tee-Extrakt. Das sieht vor allem gefühlt eigentlich genauso aus. Ich würde jetzt, naja, ihr könnt es wahrscheinlich auf der Kamera schlecht erkennen, nicht wirklich einen Unterschied hier sehen. So. Jetzt habe ich durch alles reingekippt. Naja. Heißes Wasser habe ich schon gemacht. Gießen wir den Spaß mal auf. Ja, ihr seht schon hier nach Dampfen, dass es auch wirklich heiß ist. Aber wir können mit Kaffeeweißer auch den Tee noch verdünnen. Machen wir es ein bisschen auf die britische Art. So, ich probiere jetzt bloß erstmal den Kaffee so. Ich mag diesen Krümelkaffee nicht, aber das wisst ihr, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Probieren wir. Nee. Mm-mm. Der hat so eine Beinote. Aber ich sage immer, im Ernstfall besser wie nichts. Und ich glaube, wenn ich irgendwo draußen im Matsch liegen würde, wäre mir das egal. Würde ich das einfach trinken. Mhm. Könntest du mal Kaffeewasser hier reinmachen? Achso, bei Kaffeewasser müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn die überlagert sind. Das ist das Erste, was schlecht wird. Und jetzt müssen wir mal schauen hier. Es sollte möglichst weiß sein, auch das Pulver. Naja, es verfärbt sich nämlich schon leicht gelb. Dann müssen wir mal gucken, ob das noch gut ist. Wenn es gelb ist, ist es im Normalfall schlecht. Ja, das ist ja gelblich schon. Ich glaube, das war jetzt keine gute Idee. Aber wir probieren mal. Sie können es natürlich auch geruchlich dann feststellen. Ja, ihr hört es wahrscheinlich auch an der Stimme, ich bin gesundheitlich noch ein bisschen angeschlagen, deswegen riecht das jetzt nicht
ist Geruch nicht so mein Steckenpferd heute. Aber nö, sollte noch passen. Nee, der ist schlecht. Also ihr seht, Kaffeeweiße, wie gesagt, immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Das ist aber auch die Erfahrung bei jeder Nation, die ich hatte, egal von wo, ja, egal von herkommt. Können Sie auch hier nochmal reinschauen, aber ich denke mal, das wird nicht viel anders sein. Jetzt habe ich gar keine Lust rauszukommen. Ach, das sieht doch schlimmer aus, das ist ja schon fast karamellfarben hier. Nee, das probiere ich nicht aus, das tun wir gleich weg. Zum Glück habe ich es noch nicht reingetan. Ich bringe mal den Schwarztee so. Boah, riecht richtig intensiv. Na gut, ich habe jetzt, wie gesagt, einen Pott genommen, soll für 3 Tassen eigentlich sein. Schmeckt erstaunlicherweise besser wie der Kaffee, hätte ich nie gedacht. Kann man mal machen. Ja, passt. So, wenn wir schon dabei sind, nehmen wir gleich noch den Cappuccino hier mit dazu. Der liegt ja hier einmal oben. 150 Milliliter. Ja, den muss man testen hier. So. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den Bundeswehr-Cappuccino schon mal hatte. Ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt auch noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, für eine Tasse. Ach, riecht auf alle Fälle deutlich lecker. So, gut. Zack. Ach ja, so, Löffelchen. Oh ja, der riecht fein. Gewisse Kakaonote mit drin, ja. Also, Geruch ist schon mal deutlich besser als der Rest. Jo, probieren wir's. Ja, das kann man noch trinken, aber ich finde, das ist ein bisschen lasch. Es kann natürlich sein, dass es aufgrund der Überlagerung auch schon ein bisschen Geschmack verloren hat. Oder ist einfach nicht so süß. Viel Zucker muss ja nicht sein. Wir hätten ja noch welchen hier reinkippen können. Machen wir jetzt aber nicht. Nee, kann man aber noch trinken. Trinke ich dann nachher aus. So, stellen wir es beiseite. Ja, was mir auf den ersten Blick schon wieder auffällt, ist wirklich wahnsinnig viel. Also da Daumen nach oben. Das ist schon eine ganze Menge, was hier drin ist. Für mich wird es für den Tag auf alle Fälle reichen. Eventuell auch für anderthalb. So, jetzt schauen wir uns mal die Hauptkekse an. Sind nicht vakuumiert, hat auch nicht gezischt. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, die sind noch gut. Denn wenn die. Ne, sind sie nicht mehr. Das rieche ich schon. Schade. Aber. Naja, ach, die stinken wie alter Schuhlatsch. Also wie alter. Wie alter Schuhlatsch, genau, wie alter Latschen. Boah, ekelhaft. Ne. Also eine kleine Ecke probiere ich. Boah. Nee, das, Leute, ist absolut schlecht. Boah. Oh. Oh, nee, da zieht es mir gleich die Zähne. gucken wir mal das Brot an. Das dürfte wiederum gut sein. Also wenn das schlecht ist, da habe ich dann wirklich Pech gehabt. Oh, die Kekse. Oh. Ich muss jetzt erstmal irgendwie einen Schluck Wasser nehmen. Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung. Oh, das war wirklich ekelhaft. Also, ja, wenn es nicht mal vakuumiert ist, wirklich vorsichtig rangehen. Man hat es schon gerochen. Und spätestens jetzt der Geschmack war eindeutig. Bitter, sauer. Ja, so. Die Geschichte, offiziell bis 20 haltbar, haben wir hier oben drauf stehen. Aber kann ich Erfahrung sagen, dass sie deutlich länger halten. Ich hoffe, dem ist auch so. Okay, sieht erstmal auf den ersten Blick gut aus. Riecht auch gut, leicht säuerlich riecht es, aber das muss sowieso riechen, weil im Normalfall Sauerteig auch mit drin ist. Ich bin wieder da, nur den Lebenden. So, ja, Brot, wie gesagt, sieht noch ganz gut aus. Das sollte noch genießbar sein. Ja, riecht typisch wie dieses Roggenbrot. Probier mal. Leicht säuerlich, aber es soll so sein. Auf alle Fälle noch essbar. Im Gegenteil zu den Keksen. Wir räumen das mal ein Stückchen beiseite hier. Nehmen wir mal uns die Belege mit dazu. Nehmen wir mal den Käse, den Rest probiere ich dann so auf den Löffel. Denn der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir aufkriegen. Ich habe unser Messerchen hier dabei. Zack. Ja, es suppt schon raus hier. Also hier hat sich das Öl schon ein bisschen abgesetzt. Ja, also das scheint jetzt auch nicht mehr der Brüller zu sein.
Müssen wir mal gucken. Nehmen wir uns mal ein bisschen was raus. Kleine Ecke. Ja, so sieht's aus, das Zeugs. Ja, riecht nach Chili. Farblich passt es auch. Na. Mm-mm. Also man könnte es zur Not noch essen. Es ist nicht schlecht, aber es schmeckt irgendwie komisch. Alt. Nach nichts mehr. Ja, das Brot muss ich dann schauen, wie ich das verwende. Jetzt habe ich hier die Soße natürlich drauf. Das war super schlau von mir. Also ich staune eigentlich, dass das Paket bisher so vieles gar nicht mehr so prickelnd ist. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Denn es ist ja gerade mal 2,5 Jahre abgelaufen. Gut, Sauerkirsch-Konfitüre. Die sollte aber noch gut sein. Das Zuckerzeug, das hält sich eine Weile. Jo, die sieht noch top aus. Riechen tut es auch irgendwie nach gar nichts. Aber wie gesagt, meine Nase ist auch nicht ganz so fit wieder. Probier mal. Schmeckt aber noch gut, kann man essen. Ja, Kirsch ein bisschen im Hintergrund. Schmeckt man es durch. Aber irgendwie, ja, ein bisschen Geschmack hat sie schon verloren. So, jetzt haben wir noch schwarze Johannisbeere. Oh ja, die riecht schön intensiv. Aber ich glaube, das war immer so, dass die schwarze Johannisbeere intensiver war. So, probieren wir. Ja, ich liebe Johannisbeeren. Das ist genau meins. Ja. Deutlich fruchtiger. Deutlich stärker hier die Frucht drin als in der Kirschvariante. So, dann haben wir noch die Tomatencreme mit Paprika. Hier könnte es natürlich sein, dass die nun auch hinüber ist, wenn die anderen Käsesachen auch so ein bisschen den Geist aufgegeben haben. Beziehungsweise Tomatencreme sind ja wahrscheinlich Trinkwasser, Hefe, Tomatenmark, Palmfett. Okay, hat damit Käse also nichts zu tun. So, machen wir das Ganze mal auf. Oh, sieht noch gut aus. Nochmal ein Stückchen hier raus. Geruchlich, oh ja, das riecht sehr, sehr intensiv nach Paprika und Tomate. Kann man noch essen. Ist ein bisschen eigener Geschmack, also jedermanns Sache ist es definitiv nicht. Aber kann man noch essen. Jo, das werde ich mir dann doch noch später nochmal ein Schnittchen damit machen. So, das beiseite. Was haben wir hier noch? Wir waren sonst noch die Kekse. Genau, Kugis mit Kakao. Die hatte ich auch schon x-mal drin. Da gibt es, glaube ich, auch noch mit Vanille. Ach, ist wieder alles hier. Gehen die Aufrisskappen wieder nicht. Aber wir haben ja einen Soldaten Messer mit. Zack. Jo, genau. So sehen. Die kleinen Kaffeekekschen hier. Cooler Snack für zwischendurch. Und ja, so wie man sie im Mund hat, sind sie auch schon weg. Aber leckere Sachen. Und wie gesagt, gibt es noch als helle Kekse. Ich glaube, mit Vanillegeschmack. Ja, machen wir uns mal gleich die Hände ein bisschen sauber. Nehmen wir das Erfrischungstuch hier. Das ist getränkt. Jo, das sieht man auch schön, das hier. Jetzt haben wir wieder nicht so richtig glitzert in der Kamera. Ist hier mit Ethanol, also mit Alkohol getränkt. Gibt auch welche ohne Alkohol. Mit irgendwelchen anderen Stoffen. Keine Ahnung. Boah. Ja, Alkohol riecht man sofort. Halleluja, da bin ich schon alleine vom Riechen hier betrunken. Das ist heftig. So, aber reinigt natürlich auch deutlich besser als ein trockenes Tuch. Logischerweise hätten wir dann hier noch. So, gucken wir uns den Thunfisch an. Wir nehmen mal hier eine Schüssel runter zumindest, falls der Wasser rausmatscht. Natürlich auch den Bundeswehrpott nehmen. So, Löffelchen. Ja, erstmal sieht noch ganz gut aus. Geruchlich. Das riecht wie Katzenfutter. Ich hoffe, es ist noch gut. Fisch sollte man auch vorsichtig sein, wenn es überlagert ist. Aber es sieht noch gut aus. Kann man noch essen. Okay. Das würde ich sogar eher noch genießen wollen, als den Käse wollen. Aber irgendwie. Naja, im Nachgang, also der typische Thunfischgeschmack ist weg. Also ich glaube, zur Not können wir es auf alle Fälle noch essen. Jetzt gehe ich ein bisschen vorsichtig an die Sache ran. Stellen wir es mal beiseite. Gucke ich mir da nochmal in Ruhe an,
aber in der Not wird das auf alle Fälle noch essbar. So, Streichhölzer, ja, eingepackt nochmal, damit es wasserabweisend ist. Machen wir das Ganze mal auf. Genau, meistens weiß drin. Ganz normale Holzstreichhölzer. Ja, wie es schon seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten gibt. Besser finde ich besser wie die von Amis, die so also Pappe sind. Zündet sofort. Ich habe wirklich nur ganz leicht dran hier gerieben, das habt ihr gesehen. Einwandfrei. Sehr schön. So. Jo, wo machen wir jetzt weiter? Machen wir uns mal ein Getränk. Ich mache jetzt mal nur eins. Ich habe die anderen schon x-mal auch offen gehabt. Jetzt sind wir der exotische Typ. Also machen wir exotisch. So, Gläschen habe ich hier schon. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das für einen halben Liter war oder für 200, ja, für einen halben Liter. Also machen wir die halbe hier rein und machen erstmal nur ein Glas. Ich will jetzt nicht den großen Maßkrug wieder rausholen. Achso, ich will auch beschaden. Man nimmt ja eigentlich erst das Wasser und dann den Pulver. Das können wir ja nochmal machen. Dann nehmen wir mal das Glas. Holen wir uns das mal. So, machen wir das mal so. Zack. So. Löffel. Farblich. Ja, ich kann sagen, ja, es ist wie Zitrone. Jetzt wird es auch ein bisschen gelber. Bisschen Mangofarben. Sieht schon schick aus. Oh ja, extrem fruchtig. Jetzt habe ich natürlich typisch die Mango in der Nase. Man soll das halt. Das kann man sich aber auch wieder einbilden. Probieren wir. Ja, schmeckt gut. Angenehm, leicht süß, aber nicht zu extrem. Nee, das ist genial. Also muss ich wirklich sagen, ich habe auch schon viele schlechte Getränkepulver gehabt. Das ist gut. Bilde ich mal ein, hatte ich aber letztens schon mal drin. Und war auch genauso begeistert. So, jo. Dann haben wir das, die Sesamriegel. Die gibt es noch einzeln zu kaufen. Genau, die sind von Travel Lunch. Ja. Aber, das sehen wir schon hier. Der Zahn der Zeit hat das hier zu einer klumpigen Masse gemacht. Das sind eigentlich drei Stück. Ich versuche es mal vorsichtig abzubeißen. Es klebt wie das Schwein. Also das ist, hätte ich mir das Alkoholtuch nicht aufheben sollen. Extrem klebrig. Eigentlich soll es ein bisschen so knacken und ja, ist aber eine karamellisierte Pampe jetzt. Aber schmeckt trotzdem lecker und gibt natürlich auch ordentlich Energie, wenn man das Ganze hinter hat. Ja, esse ich später. So, Schoki heben wir uns mal auf, gucken wir uns die Hauptmenüs noch an. So, okay. So, ich probiere es erstmal wieder kalt und mache das Ganze dann warm. Jetzt sehe ich gerade, ist hier noch Zipfel? Nee, ist nicht dran. Ganz normal. So. Ja, hier könnte man natürlich die ganze Sache in den Heater packen. Jetzt verstehe ich. Nee, Gott sei Dank. Ja, jetzt verstehe ich auch den Hinweis mit nicht im offenen Feuer. Das ist natürlich irgendwie logisch, dass ich natürlich so eine Plastikdose nee, auf einem Essbettkocher stelle. Ne? Also, sollte der gesunde Menschenverstand einem sagen. Und ja, wer das nicht weiß, der hat natürlich in der Bundeswehr auch nichts zu suchen. So, und Schweinegulasch mit Nudeln. Das ist irgendwo logisch. Ja, die Sachen kann man auf alle Fälle kalt essen. Die kenne ich schon. Wir probieren es aber gleich nochmal. Ja, war ein bisschen viel. Na gut. Müssen wir jetzt durch als Lurch. So, Löffelchen. Und fangen wir mal hier vorne mit den Nudeln mit Schweinegulasch an. Gut, das wäre jetzt natürlich dann logischerweise in dem Moment kein Halal-Paket mehr. Oder man tauscht das daneben. Oh. Jo, riecht noch angenehm. Ja, leckere Geschichte, gut gewürzt. Und denke ich mal warm noch eine Ecke besser. Aber. Wie es schon draufsteht, kalt, auf alle Fälle essbar. Lecker. Ja. So, ja, die Würstchen sind natürlich niedlich, aber gut, es stand ja auch drauf, Cocktailwürstchen. Jetzt habe ich bloß eins hier. Egal, probieren. Schön, sie säuerlich, die Linsen. Coole Sache. Auch das ist noch gut.
Und kalt auf alle Fälle genießbar. So, wir machen das ganze Spaß mal warm. So, die beiden Sachen mal warm gemacht. Fangen wir mal mit dem Linsen hier an. Die dampfen noch schön vor sich hin hier. Ja, also ich bin absoluter Linsen-Fan. Das ist hier nicht jedermanns Sache, ich weiß. Aber wie gesagt, ihr könnt es tauschen, die Sachen. Das trägt auch immer ein bisschen zur Kameradschaftsgeist bei, wenn man sowas tauscht und nicht einfach sinnlos irgendwo wegschmeißt. Ja, schmeckt nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen die Würze fehlt hier irgendwie ein bisschen drin, aber es soll ja auch relativ neutral sein, muss ja auch jedem irgendwo ein Stück weit schmecken. So, nehmen wir jetzt die Nudeln nachher und na, ein Stückchen Fleisch noch dazu mit dem Gulasch. Ja, geile Sache. Typisches Schulessen, was es auch früher gab, aber sehr, sehr lecker. Habe ich auch in Schule schon immer geliebt. So. Das ist eigentlich auch gut, meine Schulzeit ist schon ewig her, aber egal. So, jetzt haben wir noch die Schoki hier und die Kaugummis. Das Tuch, das zeige ich euch mal. Ich habe ja noch genug da. Das verwende ich dann noch mit. Ja, sieht erstmal klein aus, kann man auch ziemlich groß auspacken. Und es ist auch ziemlich fest vom Stoff her. Das heißt, das könnte man vielleicht auch für die Wund als Abdeckung in irgendeiner Form nehmen. Dafür würde es, glaube ich, auch taugen. Das sieht man auch hier, das ist schon eher so in die Stoffrichtung. Coole Sache, ich liebe diese Tücher hier. Ja, habe hier auch wie gesagt einige noch auf Lager dafür. So, Schoki, das müsste dunkle Schokolade sein, ganz normale. Mal schauen, ob wir hier irgendwas draufstehen haben. Produziert in Frankreich, okay. Nee, nicht doof. Ja, hier, 43% Kakao. Das ist schon leicht bitter. Glaube. So, ja, ein bisschen Mais ist schon ausgetreten. Das ist nicht schlimm, deswegen kann man sie trotzdem essen. Machen wir so ein Stückchen hier ab. Jo, sieht noch gut aus. Schön fest. Findet einen Stuhlgang die nächsten drei Tage. Ich lerne Spaß muss sein. Nee, schmeckt lecker. Gut, was will man bei Schokolade auch falsch machen. Coole Sache. Und natürlich bringt auch gute Energie mit. So, jetzt haben wir noch die Kaugummis. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die nicht so mein Fall waren. Und wenn ich mir die Zutatenliste anschaue, ich sehe es schlecht, weil es so spiegelt hier. Es ist auch wieder so ein Thema, na, warum tust du eine spiegelnde Packung in eine Armeepackung rein? Das ist, der Sinn erschließt sich mir hier nicht wirklich. Ja. So viel dazu. Auf das Kante war für die Katz. Zack. So, nehmen wir mal einen raus. Ja, werden ganz normale Pfefferminzkaugummi sein. Zuckerfrei mit Süßungsmitteln. Boah, bin ja knochenhart schon. Zum Glück habe ich schon gesunde Zähne und keine Plomben. Ach nee. Also Leute, das Zeug ist schon hart. Gut. Dann haben wir im Endeffekt schon wieder alles. Ja, von der Grundsache her bin ich wie immer begeistert von dem Bundeswehr-EPA, was die Menge und auch die Zusammenstellung betrifft. Was mir so ein bisschen hier fehlt, sind Erwärmungsmöglichkeiten. Wie gesagt, S-Bit-Kocher macht ja wenig Sinn. Gut, jetzt könnte man natürlich ein kleines Feuerchen machen, seinen Pott draufstellen und das einfach umfüllen, dann geht's auch, logisch. Aber hier so ein Heater dabei wäre schon nicht schlecht, beziehungsweise zwei Stück, weil wir ja zwei Hauptmenüs haben. Das wäre eigentlich eine coole Sache, so wie es die meisten Nationen auch drin haben. Ansonsten, wie immer, sehr umfangreiches, cooles Paket, auch sehr bunt gemischt. Ich finde es auch gut, dass es so verschiedene Sachen sind, dass man auch untereinander tauschen kann. Ja, und auch die Getränke, muss ich sagen, sind gut. Das ist auch nicht immer der Fall. Also für mich rundum stimmig, was mich ein bisschen ärgert, dass doch relativ viele Sachen schon nicht mehr genießbar sind. Trotz, dass es erst, in Anführungszeichen, erst 2020 abgelaufen ist. Aber den Rest kann man auf alle Fälle noch mit verwenden. Jetzt fällt mir eins ein zum Schluss. Wir haben ein was vergessen. Die Gemüsebouillon. Die mache ich euch jetzt nicht nochmal extra auf. Habe ich auch schon ein paar Mal auf dem Kanal vorgestellt. Ja, ist eben eine ganz normale Gemüsesuppe. Ja, also da ist jetzt nichts, ja, wie man es eben diese Fertigsuppen typisch kennt. Ist nichts Besonderes, aber gerade an kalten Tagen wärmt es einen natürlich auch ordentlich mit durch. Und dafür ist es mit gedacht. Und ich kann sie dann immer noch, ich habe ja auch Salz hier mit dazu, beziehungsweise ein paar Kräuter von draußen. Kann ich es mit nachwürzen.
Ja, schreibt wie immer eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst wie immer auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um den Kanal weiter zu unterstützen. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.